Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Schönen guten Abend. Schönen guten Tag. Herr Stadtrat, heute sind in ganz Österreich die Grippeimpfungen gestartet. Jetzt gab es in den letzten Wochen, muss man sagen, überhaupt eine rege Diskussion über das Impfen, nicht nur was Grippe betrifft, sondern auch Corona. Wie ist denn die aktuelle Situation in Wien? Impfen die Ärzte jetzt oder nicht? Also die niedergelassenen Ärzte versichern mir, dass sie das tun, aber sie haben das Problem natürlich, dass auch ihre Ordinationen knacke voll sind. Und daher schaut es im Augenblick noch nicht besonders toll aus. Also wir merken, wir haben einige wenige Termine auch in der Gesundheitsbehörde aufgemacht, was wir routinemäßig machen. Das sind 4.000-5.000 Impftermine, die waren sofort weg. Aber das Grippeimpfen ist eine Aufgabe der österreichischen Gesundheitskasse. Die österreichische Gesundheitskasse wiederum hat entschieden, sie braucht dazu keine Impfstraßen, die wir ihnen vorgeschlagen haben, sondern sie organisiert das selber über den niedergelassenen Bereich. Also schauen wir jetzt einmal, wie das funktioniert. Im Augenblick hat man nicht das Gefühl, dass das wirklich einen riesengroßen Energieschub hat. Der Gesundheitsminister hat da ja sogar ein Ultimatum den Ärzten gestellt. Jetzt ist dieses Ultimatum eigentlich verstrichen, weil es war eine Woche ab vorletzten Sonntag. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Ultimatum irgendwie gefruchtet hat? Also ich halte von solchen Ultimaten nichts, vor allem man sollte irgendwie die Muskeln dann zeigen, wenn man sie hat. Faktum ist, dass ja der Minister, würde er das realisieren wollen, zunächst einmal einen Gesetzesvorschlag durchs Parlament bringen muss. Er kann nicht einfach mit Verordnung sagen, so jetzt impfen die Apotheker und morgen, keine Ahnung, die Bäcker und übermorgen die Fleischermeister. Also Faktum ist, dass es dazu gesetzliche Grundlage braucht. Die gesetzliche Grundlage muss erst einmal die Apotheker per se ermächtigen und muss dann vor allem sagen, brauchen die dazu eine Ausbildung und wenn ja, welche? Alles das ist weder vorbereitet noch meines Wissens nach am Tisch. Also daher ist ein bisschen ein Kraftpumpen ohne besonders viel Kraft. Ich halte daher nichts davon. Also ich finde immer, wir haben genug Probleme im Gesundheitssystem. Wir brauchen nicht gegenseitig dann auch noch denen, die da draußen jeden Tag arbeiten, zu drohen, dass irgendwas passiert, was eh alle wissen, dass nicht passieren kann. Will eigentlich das Angebot für Impfstraßen noch stehen oder geht sich das jetzt gar nicht mehr aus? Das Angebot steht, aber es braucht natürlich Vorlauf. Also man kann nicht einfach schnippen und dann ist eine Impfstraße da. Also es wird sicher einige wenige Monate Vorlauf brauchen, bis man so eine Impfstraße hochgefahren hat. Also die Entscheidung, wenn man es jetzt haben wollte, hätte müssen Ende Frühling, Anfang Sommer passieren, damit entsprechende Vorbereitungen stattfinden. Die Krankenkasse hat es abgelehnt. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Wir sind jetzt in dem Regelgesundheitssystem. Der Gesundheitsminister hat das so entschieden. Ich nehme das zur Kenntnis, ich habe nichts dagegen. Wenn es funktioniert, ist es eh wunderbar. Im Augenblick haben aber, glaube ich, die Österreicher das Gefühl, das funktioniert nicht so prickelnd. Wo sollte denn Ihrer Meinung nach geimpft werden? Sie haben eh schon angesprochen, die Apotheker wurden zuletzt genannt. Was bräuchte es Ihrer Meinung nach, um dieses Impfen wieder etwas, sage ich mal, aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken? Ich glaube, dass es notwendig ist, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer in den Betrieben zu impfen. Und ich glaube, dass es einen Sinn macht, auch große Impfstraßen dort anzubieten, wo es stärkere Kumulationen gibt, also in den großen Gemeinden, in den mittleren Städten und jedenfalls in der Großstadt, macht das einfach einen Sinn, zusätzlich zu dem Angebot der niedergelassenen Ärzte. Also natürlich sollen die niedergelassenen Ärzte impfen, vor allem ihre Patientinnen und Patienten, die sie kennen, die sie gut kennen, die sie teilweise seit vielen Jahren kennen. Aber erst einmal haben nicht alle Menschen einen Hausarzt und zweitens haben nicht alle Menschen Zeit, zum Hausarzt zu gehen. Also man braucht auch Angebote außerhalb dieses Regelversorgungssystems und es ist kein Entweder-Oder und kein Gegeneinander, sondern es wäre eine Frage des Miteinanders. Und eigentlich hätte man erwartet, dass die österreichische Gesundheitskasse das entsprechend organisiert. Aber wie gesagt, sie hat darauf verzichtet, sie hat uns geschrieben, sie braucht keine Impfstraßen in Wien. Und wir nehmen das zur Kenntnis und jetzt schauen wir alle zu, wie die österreichische Gesundheitskasse das Impfen in unserem Land organisiert. Jetzt muss man ja generell sagen, in den letzten Jahren ist das Impfen ja sehr heftig diskutiert worden in der Öffentlichkeit, nicht unbedingt nur zum Positiven. Viele Mediziner sind der Meinung, dadurch geht die Impfquote generell zurück. Es gibt eine größere Impfskepsis. Bräuchte es eine neue Impfkampagne generell fürs Impfen? Ich spreche jetzt nicht nur von Corona, sondern generell für Impfungen.
Nein, ich glaube, es ist nicht eine Frage von Kampagnen. Ich habe jetzt nichts gegen Kampagnen, man kann immer Kampagnen machen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, etwas routinemäßig in ein flächendeckendes System zu bringen. Und damit beginnt ja schon das große Problem. Wir haben keine flächendeckende Versorgung mit Hausärzten und Hausärzten, mit Allgemeinmedizinern. Das haben wir nicht. Die gesamte Kassenmedizin ist bekannterweise massiv im Rückzug, was jetzt nicht ein Akt aktiven Handelns des niedergelassenen Sektors per se ist, des Kassensektors ist, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist in den letzten 5 Jahren der niedergelassene Kassenbereich um 12% gesunken. In einer Zeit, wo die Stadt um fast 3% gestiegen ist. Also das ist ja ein Problem nicht nur beim Impfen, sondern der gesamten Gesundheitsversorgung. Und wenn man eh schon sieht, dass man Probleme hat in der Gesundheitsversorgung, sollte man nicht so tun, als gäbe es die nicht, wenn es dann ums Impfen geht. Also ich glaube, dass die niedergelassenen Ärzte, Kassenärzte einen tollen Job machen, extrem viele Patienten behandeln, mehr als wie noch vor 5 bis 10 Jahren, aber mehr ist aus dem System nicht herauszuholen. Und daher bräuchte es andere organisatorische Managemententscheidungen, wie kann Impfen in die breite Bevölkerung kommen. Und wir haben doch gesehen in der Vergangenheit, und das sollten wir eigentlich gelernt haben, es ist nicht nur eine Frage des emotionalen Wollens oder Nichtwollens einer Bevölkerung, sondern es ist auch eine Frage letzten Endes der Einfachheit, wie komme ich zu einer Impfung. Und da denke ich mir, haben wir in ganz Österreich sehr viel gelernt, dass es möglich ist, auch 60-70% der Bevölkerung zu Impfungen zu bringen, ohne dass man mit dem großen Prügel drohen muss. Also verstehe jetzt nicht, warum jetzt schon wieder der Prügel ausgepackt wird und jetzt droht man den Ärzten mit den Apothekern. Ich halte es für alles ganz unnotwendig, gescheiter wäre ordentliches Management. Mhm. Jetzt sehen wir, dass in den letzten Wochen es vermehrt doch wieder zu Corona-Fällen auch kommt. Viele sind aber der Meinung, Corona ist eh nicht mehr so schlimm, muss ich mich nicht impfen lassen, brauche ich keine Maßnahmen mehr. Haben Sie das Gefühl in den Köpfen, ist Corona irgendwie vorbei bei den Menschen? Ja, aber das ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, die Bundesregierung und insbesondere der Gesundheitsminister hat ja Corona auch abgeschafft. Also in dem Moment, wo entschieden wurde, dass Covid-19 keine meldepflichtige Krankheit mehr ist, ist sie auf den Status zurückgeschraubt worden wie jede andere Infektionserkrankung. Ich hätte diese Entscheidung so nicht getroffen, sage ich ganz offen. Schon rein aus emotionalen Gründen. Covid-19 kann man nicht einfach abschaffen und die Erinnerung an Covid-19 kann man nicht abschaffen und die Traumatisierung letztendlich einer gesamten Gesellschaft kann man nicht einfach mit Gesetzesbeschluss abschaffen, sondern die Menschen machen sich riesengroße Sorgen nach wie vor und da braucht es daher auch Maßnahmen, die diesen Sorgen entgegenkommen. Ich hätte mit dem Test nicht auf null aufgehört, respektive so wie es jetzt ist, dass man zunächst einmal einen Schnelltest machen muss, wenn der Arzt es für gescheit empfindet und wenn der Arzt es für gescheit empfindet, dann auch noch einen PCR-Test machen kann. Also ich finde, da hätte man schon mehr gelernt gehabt. Aber es ist die Entscheidung des Gesundheitsministers und das muss ich letzten Endes widerwillig zur Kenntnis nehmen. Das heißt aber, Sie wären dafür, dass Covid-19 nach wie vor als meldepflichtige Krankheit geführt wird? Ja, absolut. Und das ist im Augenblick nicht der Fall. Und daher haben wir sie auch nicht im Manöver der Gesundheitsbehörde, sondern Covid-19 ist eine Infektionserkrankung, die so im Gesundheitssystem begegnet wird wie der Grippe oder anderen infektiösen Erkrankungen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber das Gesundheitssystem ist gerade nicht in einer progressiven Situation, sondern das Gesundheitssystem per se wackelt an jeder Ecke und jedem Ende. Und daher finde ich, dass es nicht geschadet hätte, parallel dazu, aber nicht im Widerspruch, sondern im Miteinander, parallel dazu noch die eine oder andere Maßnahme als Sondermaßnahme laufen zu lassen. Um letzten Endes die Bevölkerung auch zu beruhigen, um der Bevölkerung auch Sicherheit zu geben. Und das vermisse ich im Augenblick sehr. Aber das ist ja im Augenblick sowieso, wenn wir quer durch den politischen Gemüsegarten schauen, ja in allen politischen Fragestellungen so, dass man das Gefühl hat, die Bevölkerung wird alleine gelassen, in Unsicherheit gelassen. Ich verstehe das gar nicht und fange damit relativ wenig an, aber wenn es Entscheidungen gibt des Gesundheitsministers, dann sind die letztendlich für mich zur Kenntnis zu nehmen. Neben Corona gibt es auch die Grippe. Nämlich, damit ich richtig verstanden werde, zur Kenntnis zu nehmen, aber deswegen gutiere ich sie nicht. Jetzt neben Grippe und Corona gibt es auch noch das RV-Virus und da gibt es die Warnung, dass da so eine Dreifachwelle auf Österreich zuruhen könnte im Herbst. Befürchten Sie das auch und vor allem, was kann man dagegen tun? Naja, wir sehen natürlich jetzt einmal schon im Abwassermonitoring im September ein leichtes Steigen von Covid, wobei wir in den letzten Tagen und auch ein leichtes Steigen des RSV, wobei RSV auf einem noch anderen Niveau tiefer ist als Covid.
In Wirklichkeit hat es jeder schon wahrgenommen, dass irgendwo hat auch jeder schon gehört, Moment, da ist schon wieder im Bekannten oder im Arbeitsbereich irgendwer an Covid erkrankt. Wir sehen aber auch schon wieder, dass es leicht runtergeht, also leicht rückläufig ist, und sowohl beim RSV als auch bei Covid. Aber das wird wohl an dem warmen Wetter liegen, mit dem wir im Augenblick konfrontiert sind. Und wenn sich das Wetter wechselt, dann ist davon auszugehen, dass Infektionserkrankungen nach oben schnalzen werden. Und wird wohl so sein, dass wir mit allen drei Infektionserkrankungen mehr oder weniger gleichzeitig konfrontiert werden im Herbst. Das ist überhaupt keine Frage, das wird passieren. Dafür gehe ich aus. Wird es denn Spitälern und Pflegeheimen eigentlich wieder Maßnahmen wie Masken beispielsweise geben oder Tests? Im Augenblick ist es nicht vorgesehen, und wie gesagt, es fehlt uns auch ein bisschen die gesetzliche Grundlage dafür. Also wir könnten es mit Hausrecht theoretisch machen, aber ohne dass der Gesetzgeber sich in irgendeinem Punkt hier klar auch positioniert, ist ein bisschen einsam, sich dann auf das Hausrecht von Spitälern zu verlassen, ganz offen und ehrlich gesagt. Also wir müssten dann schon klare Zeichen und klare Schritte der Bundesregierung erfolgen, damit hier solche Maßnahmen wieder stattfinden können. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also in den Wiener Linien, könnte man das ja mit dem Hausrecht machen, dass man dort wieder eine Maskenpflicht einführt. Ja, aber das mit dem in den Wintermonaten? Ja, wie ist es das mit dem Hausrecht? Das ist so eine Sache. Es geht dann schon um die Gleichbehandlung. Und wenn es der Hausrecht hast, das auf Luft aufbaut, weil es keinerlei gesetzliche Grundlagen gibt und keinerlei gesetzliche Maßnahmen gibt und keinerlei österreichweit gültige gesundheitspolitische Maßnahmen gibt, dann ist es mit dem Hausrecht natürlich eine sehr wackelige Sache. Und ehrlich gesagt, dann die Unternehmer, wurscht, ob das jetzt die Spitäler sind oder ob das die Verkehrsbetreiber sind, dann sozusagen zu sagen, na, dann macht's mal einen auf Hausrecht und die Politik lehnt sich entspannt zurück, davon halte ich gar nichts. Also da ist schon die Gesundheitspolitik der gesamten Republik in der Pflicht, hier ordentliche Grundlagen zu liefern und nicht zu sagen, macht's mal auf Hausrecht. Jetzt ist ja immer auch von der Selbstverantwortung gesprochen worden in den vergangenen Jahren. Würden Sie empfehlen, dass man wieder Masken trägt in den Wintermonaten? Naja, wenn die Infektionswellen nach oben gehen, dann gibt es eine klare Empfehlung dafür. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und es wird eine Frage des Kulturmechanismus von uns allen sein, dass wir uns nicht den Mund darüber zerfetzen, dass die Leute das machen, sondern dass wir es gutieren, wenn Leute Maske tragen. Im Augenblick ist es noch zu früh, meiner Meinung nach. Jetzt braucht man diese Empfehlung nicht aussprechen. Aber es kann gut passieren, dass wir dazu kommen, das als Empfehlung auszusprechen. Ich würde noch gerne gehen zu den Meldungen, die es zuletzt gab, insbesondere in einigen Medien, über die schlechten Zustände in Wiener Spitälern. Wie ist denn die Lage wirklich in den Wiener Spitälern? Weil wenn man sozusagen so ein bisschen die Schlagzeilen verfolgt, hat man ja das Gefühl von Gangbetten bis hin zu Patienten, die irgendwie auf dem Boden behandelt werden, da herrschen die schlimmsten Zustände. Nein, ehrlich gesagt, das ist alles falsifiziert worden. Aber keine Frage. Also der Zustand in Österreichs Spitälern ist ja kein Spezifikum von Wien, sondern wir haben in ganz Österreich eine enge Situation. Deswegen verhandeln wir Bundesländer ja auch mit wirklich überzeugenden Argumenten für eine bessere Finanzierung des Gesundheitssystems im Finanzausgleich. Aber Faktum ist, wir haben eine wirkliche Versorgungsproblematik, weil der niedergelassene Bereich ist der Auslöser, nicht der Schuldige, damit er nicht missverstanden wird. Und schon gar nicht die Ärzte und Ärzte, die da im Kassenbereich arbeiten, sind schuld, sondern ganz im Gegenteil, die hacken im Augenblick so viel wie niemals zuvor. Aber das Problem ist, dass der niedergelassene Bereich finanziell ausgedürrt worden ist in den vergangenen Jahren. Also eine großartige Reform der österreichischen Gesundheitskasse hat die Situation nicht besser gemacht. Ist uns zwar hübsch verkauft worden, alle haben applaudiert, aber Faktum ist, es ist seither nicht besser geworden, sondern wir haben fast minus 13% in der Entwicklung des niedergelassenen Kassensystems in Österreich. Wir haben in dem gleichen Zeitraum eine Steigerung des Personals in den Spitälern von über 4%. Das heißt, ich habe das Personal in den Wiener Spitälern stärker wachsen lassen als die Bevölkerung, aber das ist zu wenig, um das Minus im niedergelassenen Bereich aufzufangen. Und daher sind jetzt beide Systembestandteile, niedergelassener Kassensystembereich, als auch die Spitäler, unter massivem Druck, weil die Bevölkerung logischerweise steigt und logischerweise Gesundheitsversorgung haben will. Und daher ist es ein bisschen erstaunlich, mit welcher Entspannung im Augenblick die Gespräche geführt werden, dass wir sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im spitalsambulanten Bereich zusätzlich Geld brauchen werden. Und ich kann diesen Verhandlungen schon kaum mehr folgen,
Und schon gar nicht die Emotion, die hier gestreut wird, wenn da von frischem Geld und Spielgeld der Länder geredet wird etc. Man muss ganz klar sagen, es geht in der Zwischenzeit nicht mehr um die Butter am Brot, sondern es geht ums Brot. Also wir haben ein substanzielles Problem in der Finanzierung des Gesundheitssystems und ich hoffe, dass das auf Bundesseite endlich wahrgenommen wird. Wie viel Geld fehlt Ihnen da in Wien? Also ich kann es für ganz Österreich im Augenblick sagen, weil wir in den Finanzausgleichsverhandlungen hier österreichweit miteinander auch argumentieren. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine stille Verschiebung bekommen von den Kosten von Bund- und Sozialversicherung Richtung Länder in der Dimension von 1 Milliarde Euro. Und es fehlt uns insgesamt 3,5 Milliarden Euro für das gesamte Leistungsportfolio, das wir in Österreich Spitälern ambulant erbringen. Ambulante Leistungen, die eigentlich heraus erbracht werden könnten, da braucht man kein Spital und kein Spitalsträger dazu. Aber wir finden ja keine niedergelassenen Fachärzte und Allgemeinmediziner mehr, wo wir die Patienten zurücküberweisen können. Wir schicken die Leute quasi ins Nirvana. Der spitalsentlassene Arzt sagt so, das machen sie beim niedergelassenen Arzt. Aber man findet keinen niedergelassenen Arzt mehr. Man findet keinen Gynäkologen mehr. Man findet viele andere Fächer, die Ärztinnen und Ärzte nicht mehr. Und nicht missverstehen, das ist überhaupt kein Vorwurf gegenüber den Ärzten, die es noch machen. Das ist großartig. Aber es ist eine Frage des Management in der Gesamtsystematik und das vermisse ich sträflich. Also das ist im Augenblick sehr ärgerlich, dass da auf Bundesseite ganz schön zugeschaut wird, wie unser System in ganz Österreich richtig ins Wackeln kommt. Jetzt liest man immer wieder von Kommentatoren, unser Gesundheitssystem sei kaputt in Österreich. Geht das wirklich schon so weit? Kaputt würde ich nicht sagen, sondern wir haben noch immer Zehntausende Mitarbeiter, die jeden Tag ihr Bestes geben. Aber Faktum ist, dass man das Gesundheitssystem auch organisatorisch und managementmäßig pflegen muss. Und das vermisse ich im Augenblick. Schauen Sie mal an, diese Statistiken, die immer herumgeistern, die OECD-Statistiken. Ach, wir haben so hohe Gesundheitsausgaben. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sind es 40 Milliarden Euro in ganz Österreich, die wir ausgeben jährlich fürs Gesundheitssystem. Und damit hätten wir besonders hohe Ausgaben fürs Gesundheitssystem. Was aber geflissentlich übersehen wird, ist, dass von den 40 Milliarden 10 Milliarden bereits private Gesundheitsausgaben sind. Und wenn man die 10 Milliarden abzieht, bleiben 30 Milliarden Ausgaben des gesamten öffentlichen Sektors über. Und dann sind wir europäisches Mittelmaß. Wir sind genau im EU-Durchschnitt damit. Der EU-Durchschnitt ist aber auch orientiert am System der großen Länder, also Spanien, Italien, Polen, die Balkanländer. Die machen den EU-Durchschnitt, nicht Belgien, Schweden und Holland. Das sagen winzig kleine Länder, so wie wir. Der EU-Durchschnitt ist geprägt durch diese Länder. Das heißt, wir bewegen uns ganz woanders, als wir die ganze Zeit uns selbst versuchen, weiszumachen von Spitzenmedizin etc. Für die gesamte Bevölkerung sind wir leider dort weggekommen. Und das muss der Bund endlich erkennen und muss der Bund endlich Taten setzen und muss sagen, nein, dort wollen wir nicht hin. Es kann nicht sein, dass 10 Milliarden Euro private Gesundheitsausgaben als Argument dienen, dass wir mehr genug Geld im Gesundheitssystem haben. Erstes Problem. Zweites Problem ist natürlich auch die Definition dessen, wie viel Geld soll in die Sozialversicherung hineinfließen. Wir wollen alle miteinander nicht, dass die Lohnnebenkosten steigen, also muss das Geld aus dem Steuertopf kommen. Und da gibt es im Augenblick wirkliche Missverständnisse in den Diskussionen und ich vermisse auch ehrlich gesagt die Ernsthaftigkeit in den Diskussionen. Wo derzeit auch etwas eigenartig diskutiert wird, ist in der Wiener Ärztekammer. Da gab es Meldungen sogar von Handgreiflichkeiten in Sitzungen. Was ist denn da los bei den Wiener Ärzten? Ich bin an sich bekannterweise nicht Mitglied der Wiener Ärztekammer und daher bin ich auch kein Insider, kann also daher nicht mit Insiderwissen hier jetzt antworten. Aber tatsächlich gibt es hier einen offensichtlichen Vielfrontenkrieg zwischen ganz unterschiedlich Handelnden. Ich bin Chef der Aufsichtsbehörde und bin daher besonders zurückhaltend, das bitte auch zu verstehen. Ich möchte mit meinen Meinungen, wer ist der Auslöser und so weiter, in der Öffentlichkeit im Augenblick nicht zitiert werden können, weil ich einfach die Aufgabe der Aufsichtsbehörde nicht beschädigen möchte. Meine Aufgabe ist es im Augenblick vor allem, die Aufsichtsbehörde zu beschützen vor jeder Form von Einflussnahme. Und Sie können mal glauben, es versuchen sehr viele im Augenblick Einfluss auf die Aufsichtsbehörde zu nehmen. Und ich stehe wie ein Bollwerk vor oder hinter, je nachdem wie Sie wollen, bei dieser Aufsichtsbehörde, die im Augenblick über 20 Prüfvorgänge hat. So viele Anzeigen sind eingelangt. Und wir werden es Schritt für Schritt
Entscheidungen der Gesundheitsbehörde treffen, die in der Regel lauten, dass eine bestimmte Sitzung als gültig erklärt wird oder als gesetz- oder rechtswidrig erklärt wird. Jetzt haben wir schon zwei solche Beschlüsse aufgehoben. Den dritten habe ich schon unterschrieben. Der ist jetzt gerade in der Beschlussschleife sozusagen. Es ist keine angenehme Aufgabe. Also ich hoffe, dass es irgendwann einmal zu einer Beruhigung kommt. Aber es ist, wie man ja merkt, braucht man sich ja nur die Interviews der Handelnden anschauen, ist es im Augenblick ein ziemlicher Eitelkeitstanz von ganz vielen Fraktionen. Sehr männlich getriggerte Eitelkeiten dürften hier aufeinanderprallen. Aber Sie sind ja doch jemand, der einen gewissen Zug zum Tor hat. Warum holen Sie sich die nicht einfach mal an einen Tisch und versuchen da mal, sag ich mal, Tacheles zu reden? Ja, weil das nicht meine Aufgabe ist. Wir sind im Augenblick nicht sehr begeistert von der gesetzlichen Grundlage unseres Handelns. Wir stehen im Ärztegesetz als Landesbehörde, als Aufsichtsbehörde. Wir waren auch noch nie in einer solchen Situation, muss man ganz klar sagen. In ganz Österreich hat es so eine Situation überhaupt noch nie gegeben. Und daher sind natürlich die Rechte und die einzelnen Verfahrensschritte sehr, sehr dünn artikuliert. Also wir sind gerade dabei, dem Gesundheitsminister auch einen Brief zu schreiben, dass wir eine Novelle des Ärztegesetzes vorschlagen, wo einfach eine Präzision herkommen muss. Entweder eine Präzision gegenüber den Landesaufsichtsbehörden oder, was ich auch für gescheit halten würde, so wie bei den vielen anderen Kammern, die wir kennen, ist die Aufsichtsbehörde normalerweise eine Aufsichtsbehörde, nämlich die im zuständigen Ministerium, das wäre hier das Gesundheitsministerium. Wir haben im Augenblick 10 Aufsichtsbehörden, das weiß ja kaum jemand. Wir haben 9 in den Bundesländern und die 10. ist im Gesundheitsministerium für die Bundesärztekammer. Das gibt es weder bei den Rechtsanwälten, bei den Notaren, bei den Wirtschaftsprüfern, bei den Ziviltechnikern und, und. Da gibt es eine Aufsichtsbehörde und die Aufsichtsbehörde ist im Ministerium. Und ich glaube, dass es gescheit wäre, in diese Richtung auch zu gehen. Dann gibt es auch österreichweit einheitliche Vorgangsweisen und dann erkennt man auch im Bund, wo braucht es eine Präzision das Gesetz. Das ist im Augenblick ein bisschen wackelig, aber wir machen das mit hoher Seriosität, mit hoher Präzision und ich habe auch gesehen, dass alle Protagonisten innerhalb dieses Konfliktes der Wiener Ärztekammer die Entscheidungen dann der Aufsichtsbehörde in Wien akzeptieren und zur Kenntnis nehmen und dann auch umsetzen. Und daher möchte ich mich im Augenblick nicht artikulieren zu dieser Situation der Wiener Ärztekammer. Abschließend noch zu einem anderen Thema, weil wir ja sonst keine anderen Sorgen in dem Land haben, diskutieren wir ja seit 3 Tagen darüber, ob Hamburger eine ausgewogene Mahlzeit für Kinder sind. Ich nehme an, Sie haben die Diskussion und das Video des Bundeskanzlers auch verfolgt. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie dieses Video gesehen haben? Ich finde es ehrlich gesagt wirklich zynisch, um nicht zu sagen zum Kotzen, ganz offen und ehrlich gesagt. Man kann es ja nicht hinstellen, hat ein Prosciutto vor sich, die Trüffelsalami vor sich und den guten, teuren Rotwein vor sich und fabuliert vor sich hin über die Armen, die völlig was hackeln soll. Also das ist so, ich finde es einen inakzeptablen Zynismus, den sich erst recht ein Bundeskanzler mit und ohne Wahlkampf nicht leisten kann. Ich finde, er sollte sich entschuldigen für diesen vollkommenen Fehltritt. Herr Stadtrat, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke vielmals. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.